So, wir müssen jetzt wenden am besten. Ja, nice. Ohne irgendwo hängen zu bleiben, wäre gut. Geh aber nicht rein, wenn du jetzt aufhören willst. Oder kennst du einen aus? Kuraiko? Nee, werde ich nicht machen. Warum? Habe ich dann keinen Bock mehr aufzuhören oder was? Ach schön, dann könnte ich aber jetzt auch speichern, ne? Und meine Befürchtung ist, wenn ich drin bin, dass ich nicht speichern kann. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich kurz speichern gleich. Ich weiß nicht, ob ich davor safen kann. Vor dem Dungeon. Dauert circa 4 Stunden, wenn du Jump and Run magst, eventuell weniger. Holy shit, das wird ein gutes Dungeon. 4 Stunden ist ja noch in Ordnung, wenn ich überlege, was ich in dem einen Turm schon investiert habe und in dem Aquädukt. Da habe ich Zeit investiert, holy shit. Okay, aber freut mich. Man kann anscheinend davor safe und bei Sat 20 kommt man rein. Ah, ist wieder so ein Nacht-Dungeon, okay. Also wenn man, wo man nur nachts rein kann, wie beim Turm. Hab ich auch getriggert. Okay, dann kann ich aber jetzt schon mal hinfliegen. Ich hoffe, ich komme, weiß ungefähr, wo es ist. Müsste ja hier irgendwo sein, ne? Ich glaube, hier oben. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann keinen Marker setzen, ne? Mhm. Menükarte. Ich versuche mal hinzukommen. Ja, du hast 4 Stunden da drin. Das ist natürlich holy shit. Mit was für einem Level warst du drin, wenn ich fragen darf? Wenn du noch da bist? Würde mich interessieren, mit was für einem Level du da rein bist. Ist es das Ding da hinten? Nee, es müsste davor sein. I don't know. Ich guck mal, wo ich irgendwo landen kann gleich. Ne, weiter links, wo die gelbe Linie ist. Du meinst hier? Hier hinten ist es? Jetzt würde die gelbe Linie erklären, der hat mich schon mal getriggert, ey. Doch, so weit hinten? Ich dachte, du bist weiter vorne. Aber wenn du das sagst, ich glaub dir das. Wenn du das sagst, dann ist das so. Lul. Kann es nur Level 1 sein? Ist ein riesiges Labyrinth ohne Kämpfe. Ja, what the fuck? Okay, spoiler mich nicht. Ah, ist ein Landeplatz, das Gelbe, okay. Dann spoiler mich nicht, was man da findet. Würde mich interessieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ultra random sein wird. Aber oh, ich mach's. Das gehört ja zum Spiel dazu. Das muss irgendwo hier hinten sein, oder? Man freut mich, dass du da bist. Cool. Und leider werde ich jetzt den Stream ausmachen. Das ist natürlich auch random. Na gut, ich habe ja das eine Vieh jetzt gerade gekillt, von daher war es okay. So, ist nicht mehr so weit. Ich fliege ungefähr direkt drauf zu. Okay, du sagst nichts. Das ist schön. So, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht so schnell fahre, ne? Weil ich immer noch nicht sehe. Mal ein bisschen langsamer. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Bin schon mal im Auto irgendwo hängen geblieben.
Lol, ich bin echt vorbei. Bin ich dumm? Oder ist es weiter oben? Ist es so ein Fliegending oder was? Ah, ich bin so boostet irgendwie. So, jetzt müsste ich. Eigentlich müsste ich das sehen. In der Theorie. Wobei es wurde sogar ein Landeplatz gerade gezeigt. Okay. We try this. Kriegen das hin? Kriegen das hin? Das ist eine mega kurze Bahn zum Landen. Gut. Daran bin ich Profi. Ich kann das. Not. Letztens an der Laterne hängen geblieben, oder die hier irgendwo war. Das war witzig. So. Ah, da ist sie. Okay, ich seh's. I see it. Und jetzt bremsen, Jungs. Okay. Ja. Tschüss. Ja, gut. Aber das Fail. Ja, werde ich jetzt auch machen. Okay, das Landen hat echt lange gedauert. Scheiße. Ich sehe es gerade nochmal in der Wiederholung und. Hätte klappen können. Egal, zum Glück ich davor gespeichert. Also, davor. Voll weit weg. Scheiße. Ich verpeile immer, wie schnell das Auto einfach ist, wenn es fliegt. Das ist unfassbar, wie schnell das ist. Und da man ja keine kmh-Anzeige hat oder sonstiges, ist es echt schwer, die Geschwindigkeit so krass runterzudrosseln. Deswegen, wie gesagt, letztens bin ich einfach nur an der Laterne hängen geblieben. Beim Landen. Weil ich ihn nicht gesehen habe. Sah schon lustig aus, auf jeden Fall. Fuck. Jetzt habe ich die Landebahn aber wenigstens gesehen. Das ist schon mal etwas. Bremsen habe ich gedrückt gehalten gerade. Aber ich war trotzdem anscheinend zu spät gebremst. Und zu viel Speed drauf gehabt. Weil die Bahn ist echt kurz. Holy shit. Nee, nicht automatisch fahren. Manuell. Ikso? Iko. Okay, ich mach das jetzt, wie du gesagt hast. Von wo macht's mehr Sinn, das Ding anzufliegen? Von der Seite O, also von oben? Hier? Oder von unten? Weißt du das? Gibt's eine von den Seiten besser, das Ding anzufliegen? Oder ist es komplett random? Also ist egal. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit nach hinten überhaupt komme. Im Fliegen. Weil ich muss ja noch wenden. Am besten ist, glaube ich, wirklich von hier und dann extrem. Also extrem früh, am besten von hier schon. Das Ding gerade anfliegen und so weit runter und langsam wie möglich, glaube ich. Ich probiere es mal. Okay, das war dumm. So, ich setze den Wegpunkt mal hier hin. Okay. Von unten ist besser, sagst du? Dann probier's. I try.
Okay. Da hinten ist es. Ich weiß nicht, ob ich es von hier schon sehe. Oh Mann. Okay. Ich kann nur grob erahnen, wo es ist. Von hier aus. Und zoom mal weg. Wie kann ich wegzoomen? Ich weiß gar nicht, wie ich in dem Spiel zoomen kann. Über Einstellungen? Das habe ich auch schon gemacht. Ach halt. Lol. R1. Ach lol. Okay, Trigger. Nice. Ja, das ist auch mal viel geiler. Holy shit, sieht's auch so geil aus. Okay, ich sollte aufhören, irgendwie geradeaus random irgendwo hinzufliegen. Okay, das ist aber echt schwer jetzt so zu fliegen. Okay, wir bremsen erstmal komplett ab, wenn es geht. Weiß immer noch nicht, ob ich es sehe von hier. Geh mal runter. Danke für den Tipp. Da unten ist die Bahn. Immer viel zu schnell, das Gefühl, obwohl ich bremse. Guck mal, ich hab schon wieder abgedrückt, ne? Guck's dir an. What the fuck? Okay, ich hätte glaube ich auch runtersteuern können, oder? Ich merke schon, dass wir zu meiner Lebensaufgabe. What the fuck, wie. Irgendwas beim Landen falsch. Ich sollte irgendwo safe, glaube ich, das Landen üben. Die Landebahn ist echt ultra fucking kurz. Der Ladebalken. Schneller, los. Danke. Ist schon wieder. Ikso. Ikoka. Oh, wow. Wie schnell das Scheißding ist, Alter. Okay. Ich glaube, so ist okay. Ja, so geht auch. Am besten schon runter vor dem Fall. Ich war schon. Ich habe das Gefühl, ich war relativ weit unten, wenn ich jetzt noch tiefer gewesen wäre. Also es kam mir jetzt so vor. Ich probiere es trotzdem gerne. Mir kam es aber so vor, wenn ich noch ein Stück runtergegangen wäre, wäre ich am ersten Berg schon hängen geblieben. Aber ich weiß nicht, wie früh das Lande.
Symbol kommt, tatsächlich. Ich weiß, wie tief ich fliegen kann. Oh, ich werde so lange brauchen, das hinzukriegen. Mach's mal ganz anders. Okay, RIP. Gut. Okay, ich merke schon, das Landen ist eine Kunst. Ich habe jetzt nur mal getestet, wenn ich beim Landen nach unten drücke, also so nach vorne, ne, dass er weiter runter geht, ob das besser geht. So, offensichtlich ja. Nur ist der ja, oh, ich sehe es gerade, wie so ein Dobsballer, da ist der richtig schön wieder nach oben gekommen. Gut, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also ich bin sehr realistisch, was das, wenn es jetzt darum geht. Das ist ja Ultra-Fail. Holy shit. Ja, muss ich ja fast schon einen Flugsimulator spielen, Alter, und den meistern, damit ich hier landen kann. Ich wollte nur das Landen üben gerade. Hat nicht funktioniert. Probier's nochmal. Ich muss, glaube ich, das Landen erstmal irgendwie perfektionieren. Ich flieg nicht so oft mit dem Auto. Also die meiste Zeit fahre ich. Aber als ich das Fliegen gekriegt habe, ich glaube irgendwie, ich bin jetzt gerade 5-mal geflogen oder so. Nicht mal. Bestimmt 3-mal waren's. Kann doch echt nicht wahr sein. Ich lasse erstmal starten. Guck mal allein jetzt, wie schnell er schon wird. Holy shit. So. Wo kann ich landen? Ich kann direkt hier vorne landen. In der Theorie, wenn das Auto nicht doch Kilometer weit hochgehen würde. So, ich bremse jetzt schon mal. Wow, wie lang der braucht. Holy shit. Okay, man hat es gerade gesehen, der hat echt ewig gebraucht, um zu landen. Weil er erstmal in die Landeform gehen muss. Du bist beim Abheben an der Laterne hängen geblieben. Ja, das ist natürlich auch nice. Okay, komm. Jetzt schaffen wir es. Easy peasy. Das wird nicht funktionieren. Ich werde jetzt 3 Stunden allein da sitzen und versuchen, da zu landen. Wir probieren es. So. Ich sitze einfach beim Schatz. Eine Markierung. Ich muss halt echt viel früher. Ah, genau, Landung vorbereiten. Das ist nämlich das mit der X-Taste. Vielleicht muss ich das einfach viel, viel früher drücken, damit ich eben in diesen Landemodus komme. I don't know. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Okay. Wir kriegen das hin. Kommt jetzt schon mal komplett ab, wenn es geht. Ich weiß nicht, wann Max Bremse ist, ne? Weil das die roten Lampen leuchten einfach durchgehend so. So. Ich müsste es halt sehen vorher. Das wäre natürlich jetzt nice. Ich glaube ungefähr, ich weiß, wo es ist. Okay. Jetzt schon mal runtergehen. So tief wie möglich. Können wir eigentlich schon mal Landen vorbereiten drücken. Gleich. Okay.
Genau, da ist es, okay. Okay. Ich muss jetzt schon mal Landung vorbereiten, wenn es geht. Macht er nicht, ne? Komm, runter mit dir! Runter und jetzt brems! Ja, geschafft, ne? Würde ich sagen. Alter, war das knapp. Okay, ich speichere jetzt direkt, bevor ich von irgendeinem Gegner sterbe oder so. Der mich one-hittet. Holy shit. Danke für die Glückwünsche. Hat ja auch lang genug gedauert. So, erstmal umsehen, ne? Da liegt schon mal irgendwie ein Schatz im Wasser. Noch ein Final-Elixier. Okay, at least. Wo ist denn das Teil? Wo ich hin muss? Ich habe gesehen, da hinten ist ein Gegner. Wahrscheinlich muss ich da hochlaufen. Oh, das ist hier hinter mir. Nee, das ist echt nur eine Landebahn. Ich gehe mal da Richtung Gegner. Da liegt auch noch was. Nice. Rotsteinkristall. Sind auch noch Gegner da hinten. Ich vermute, wir müssen wahrscheinlich da lang, so wie der eine Gegner da hinten aussieht. Holy shit. Hast du noch die Quest angenommen vor dem Dungeon? Was für eine Quest? Ich hab keine. Nee. Was für eine Quest und von wem? Dann weiß ich schon mal Bescheid, dann weiß ich, dass ich da morgen nicht reingehen brauche. Wenn ich keine Quest habe. Alter, was sind denn das für Viecher? Gibt noch eine Quest dazu. Okay. Jetzt wird erklären, warum die Ding nicht da ist. Warum man das Dungeon so nicht sieht auf der Karte. Was es eine Quest dafür gibt, die einen dahin deutet. Ah, ist okay. Das ist dann wieder okay. Dann müsste ich nur wissen, wer die Quest für mich hat. Was seid ihr für ein Level? Holy shit, für 20. Ach, stimmt. Man lässt Talum an einem Fenster. Oh, fuck. Oh, hi. Stimmt. Ist voll verpeilt. So habe ich es nicht gemeint, dass ich nicht ohne das rein kann, sondern mich hat es nur gewundert, dass das Dungeon
auf der Map nicht so ersichtlich ist. Also dass man echt random das Ding finden müsste. Sonst würde man es gar nicht finden. Und die Quest sagt ja schon, dass man ja dann wahrscheinlich das auch damit finden kann, wenn man nicht komplett brain off ist. So. Ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass Leute irgendwann random anfangen, die Map zu erkunden im fliegenden Auto, in der Hoffnung, sie finden irgendwas. Ja, wenn ich da schon reingehe einmal, dann mache ich es mit Quest. Ich hab Bock, das Ding zweimal zu machen. Dann töte ich die Gegner jetzt. Keine Ahnung. Okay, ich hab die falsche Waffe drin. Oh, die mit ihrem scheiß Konfus, ne? Okay, 1200 AP. Das ist echt gut. Okay, dann save ich jetzt nochmal. Ich will Uri schon haben. Oh Mann. Trigger. Okay, save nochmal. Versuche dann mit dem Auto nochmal abzuheben. Es wird langsam dunkel. An dem Fenster. Scheiße, welches Fenster war das? Ich natürlich nicht weiß. Triggert natürlich ein bisschen, ne, nachdem ich da jetzt angekommen bin, hier wieder wegzufahren. Oh Gott, weiter willst du nicht. Obwohl, das klappt ja. Oh, heb ab, Alter. Hört wieder zurück. Du weißt wahrscheinlich, was für ein Fenster, oder? Kureiko. Wobei ich aber die ganze Nacht Zeit, das zu finden, also. Von daher ist es wieder okay, ich werde es finden. Nordosten. Nur nachts. Ja, wieder langsam dunkel hier. Ja, ich versuche jetzt schon zu landen hier. Und den Rest zu fahren. Ist mir sonst zu heikel, das Ganze. Wobei, ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Nur nachts. Nordosten. Wir landen da hinten.
Koko de orirso. Iko se. Ach lol, hier ist sogar ein Parkplatz. Vor der Stadt, okay. Random, wusste ich nicht. Dad, wusste ich ja nicht mal. Ist ja gut zu wissen. Das heißt, wir können mal hier in den Laden reingehen, gucken, ob er irgendwie Final Fantasy Musik hat. Ja, Tatsache. Final Fantasy 14 Musik, ja geil. Reservetank. Wow, das sind so Sachen, die hätte ich vielleicht gebraucht. Ja, egal. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Nordosten der Stadt. Wahrscheinlich, meinst du drin oder draußen? Aber jetzt ist es Nacht. Nordosten. Wahrscheinlich hier hinten oder so. I try. Vor allem an dem Fenster, wie random ist das denn bitte? Erinnert so ein bisschen an Bloodborne dann. Da gab es ja auch Quests, die man am Fenster bekommen hat. Hier wahrscheinlich, ne? Nö. Da wäre es gewesen. Ne, es wäre zu weit vorne. Gucken einfach mal. Das ist eine Tür. Das auch. Och, please, Junge. Jacketto nui dara dou da? Zanpankuto, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Drin, ich bin drin in der Stadt. Das sind Türen. Liegt noch ein Item? Wie eine Gasse sieht's aus, da ist kein Mensch hinten rum. Ich wette, das Fenster ist so fucking offensichtlich. Ich sehe es mir nicht. Hier hinten ist ja der Schmied gewesen. Das dürfte schon mal nicht hier gewesen sein. Och, bleib doch nicht hängen, Junge. So, da vorne war ja das Kraftwerk. Auf der Karte ist ein Waffenladen und da von rechts, du meinst wahrscheinlich dann... Meinst du hier, den da? Da bin ich gerade eben wieder vorbeigelaufen. Aber ich bin nicht in die Gasse reingelaufen, okay, ja. Okay. Das wird's erklären. Das heißt, wo war der Waffenladen? Eins weiter. Genau, da vorne. Das ist natürlich die Frage, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich hier rein, oder? Ja, da bin ich echt vorbeigelaufen. Random. Die Frage, ob du die Gasse meinst oder die hier. Die Tür sieht geil aus.
Ah, hier ist es. LOL. Mada tetsukazu de nemutten da na. Mata Rabatteo no hanashi ka? Jijii ga mada akiramete ne. Tokku ni akiramete wa ii nda yo. Tada kazan no hou miru to na. Otakara wo omoidashichimau ka? Are wo mochikaette ria. Touzoku toshite nao wo agerareta no ni yo. Omowazu kiite shimatta ga. Otakara tte itte ta? Rabatteo kazan no atari rashii ze. Warum zeigt er aber jetzt hier rein? Ah, wahrscheinlich, weil ich mit dem Ding reden muss dann, dort, mit dem Informant. I see. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Oder für die Info. Dann fahren wir jetzt da mal hin, zum Questgebiet. Quatschen dann mit dem Informanten, weil ich glaube, man muss mit dem reden. Sonst wäre der Quest-Punkt sehr random gesetzt. Wobei, es muss ja nicht sein. Okay, jetzt die Frage, ob ich nachts eine Landung hinkriege da vorne. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt nur noch in die Stadt fahren, dort mit dem Informanten reden und das war's dann. Und morgen wieder die tolle Lande-Action machen. Und das Dungeon natürlich dann darauf hin. Oh shit, vielen Dank, Sandpankuto für dein Follow. Eben erst gesehen, hab mein, auf dem Handy das Ding angemacht. Dass ich Follows sehe, vielen, vielen Dank. Freut mich, dass du da bist, viel Spaß hier. Im Stream. Oh shit, ich hätte landen sollen. Oh Gott, nachts. Ich werde irgendeine Laterne mitnehmen, ich weiß jetzt schon. Sei ich komme früh genug runter. Yes. Vielen, vielen Dank für den Follow. アイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。よく来たな。腹に何か詰めてきな。お？何が知りたいんだ？
Okay. Okay. Vielleicht probierst du es noch einmal mit dem Landen. Wenn ich eh schon hier bin, wenn ich sterbe, mache ich aus. Dementsprechend speichern wir jetzt nochmal. Okay, ich habe den Punkt schon mal gesetzt. Schön. いろいろ情報あったけど。レスタルムで聞いた話か。怪しい場所がなくも。あ、shit、viel、viel、そう。お、Gott、ich sehe es nicht mal。Okay。Ich habe echt ein Problem, wenn ich es jetzt machen will。 Ich probiere es bei Nacht. Ja, da ist es, okay. Oh! Kein Problem. Und yes. Dazu direkt die Melodie. So gehört sich's. Ja, GG. Jetzt passt es, ne? Wenn wir da morgen direkt hinrennen. Sehr gut. Ah, wunderbar. Dann beende ich jetzt den Stream. Bedanke mich bei jedem für ein Follow, für ein, dafür, dass ihr da gewesen seid. War sehr cool, sehr unterhaltsam. Hat mir auch sehr geholfen. Und morgen gönnen wir uns. Nochmal speichern. Gönnen wir uns das Labyrinth hier. Und dann kommen die 8 Dungeons dran. Das ist nämlich das Letzte, was wir nochmal zu machen haben, tatsächlich. Und dann halt noch die Platin-Trophäe. Zu guter Letzt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis morgen Abend. Haut rein!